Wie waren für dich eigentlich die Co-Streams? Hat der Bock gemacht? War das Ja, geil? unnormal. Sehr nice. Ja, hat doch Ich habe es nur ja mit einer zusammen mit gemacht. Shoki, right? Genau. War sehr nice. Also ich würde es halt auch alleine machen und so. Ich habe es auch mit Obsess ja einmal gemacht, als wir gegen SK gespielt haben. Ja. Schon sehr, sehr geil. Macht schon sehr Bock. Und bei dir mit denen jetzt bei der Prime League, auch nice. Ist auch nice. Ist halt ein bisschen Orga-Kram wieder, ne? Ja, Weil ich jetzt safe. nicht mehr so gewohnt war, auch weil ich da ja von Freaks aus streame und dann runter in Produktion laufen und so. Aber es ist jetzt halt auch nur Playoffs, dann ist das fein. Aber jetzt so, also wenn ich das jetzt jeden Spieltag machen würde oder so, dann wäre es halt wie 2020. Das hat ja einen Grund, dass ich das nicht mehr mache, ne? Ja, Also das ist wahr. das, ich habe schon gemerkt, so ich hatte jetzt so eigentlich mehr andere Games gezockt und so, aber dann TFT neues Set konnte ich auch keine Grand Change machen. Also es ist schon ein bisschen, hätte einen beschäftigt im positiven und negativen Sinne. Aber war, also an sich macht schon Bock. Vor allem so dann, es bleibt halt auch wieder irgendwie sowas, ne? Man guckt sich dann nochmal, man kriegt dann viel Feedback zu den Casts und so, ist schon geil. Das ist. Ich habe ja nie krass aufgehört. Ich war ja bei der Prime League sonst auch zwei, drei Mal. Letztes Split ja sogar Ja. auch im Offline-Finale und so. Ja, ich gesehen. Aber schon angenehmer tatsächlich auch so von zu Hause aus. Also schon nice. Ja. Ja, nimmt halt viel von der Stresskomponente raus, ne? Ja, yeah, Muss auf halt jeden nicht irgendwo Fall. hinjoggen. So, was ist das hier? AP. Jede Runde, denke ich, ist es AP und dann kriege ich Last Whisper, Rage Blades, Red Buff und denke mir, gar nicht so late game. Ich habe gerade actually hier ziemlich Kog'Maw-Engel. Oh, ich habe einen Kog'Maw und zwei Cho's. Und zwar sehr, sehr doll, ja. Da geht was. Ja. Jetzt einen Kog'Maw erstmal und ich gucke, ob ich Cho 2 krieg. Jo, nehme ich. So kann ich dann auch rerollen. Kann ich I wahrscheinlich could dumb, sogar. bro, ja. Kann hier. Cock 2. Ah. Ich würde sagen, ich spiele einfach Fated. Nee, war stupid. Du hast also gerollt. Ja, ich wollte den Cock mal 2. Na gut. Ja, Ich wollte winstreaken. ich würde dann Fated rerollen. Ja, dann nehme ich doch die Ari hier mal mit. Da würde ich mich drüber freuen. Eigentlich gewinne ich. Hier ist der Fight immer Ah, noch. lässt doch nicht. Ich werde. Schade. Ja, ich wurde hier böse getag-teamt. Das ist okay. Ja, die Ahri würde ich schon nehmen. Dann bin ich hier, glaube Yes. ich, actually decent. Ist aber auch insane, was das damals für eine Arbeit von Johnny war. Durfte vor ein paar Jahren beim Finale in Bonn die Stage-PCs einspielen. Johnny war einfach von morgens bis abends da. Auch Bonn Ja. war aber auch special für mich. Das war ja Bonn war, ich wollte Homecrowd, gerade sagen, Bonn war ja bei dir nochmal. ne? Ja. Das hat sich richtig geil angefühlt. Der Step above. So die ganze Family in der Crowd und ganze Ja. Studienkollegen. Da hatten wir gegen, da war Eni noch da, ne? Also Xoin-Uzi, ne? Yo, Mann. Haben wir on stage gegen Bröki und so gespielt. Ich Das ist erinnere mich. ein einziges Delirium für mich irgendwie. Ja. Das war richtig geil. Das war auch. Da gab es lange Diskussionen, ob ich spielen darf. Also meinten, der Host darf nicht spielen. Und ich war so. Lol. What are you crazy? Bei Like. so, ja, bei so einem Fun-Match vor allem, so Yo, einem ich bin so. Show-Match vor dem eigentlichen Ding. Vor allem auch wie awkward so. Stell dir Ja. vor, ich komm einfach nicht. Nee, Jungs, darf nicht. Wäre richtig weird gewesen. Okay, einer kauft auf jeden Fall auch ein paar Faded Yasuo, sehe ich gerade. Das ist okay. Oh ja, das ist doch nicht okay. Bei der 6. Na gut, dann bin ich vielleicht doch einfach Syndra. Kog'Maw sieht jetzt erstmal nicht contested aus. Ich hit nur keine. Also ich habe einen Kog'Maw und zwei Cho's. Ich gebe mir also mehr Mühe als du.
Ja, ich hab hier nicht so viel gerade. Ja, Fated Reroll ohne Yasuo 3 klingt jetzt aber schon mal gar nicht so attraktiv. Bin ich winning, oder was? Ja, vor allem wie random, dass ich jetzt dadurch auch winning bin. Ja, ja, okay. Thanks for absolutely nothing. Cool. Economy gehen. Oh, muss ein Hardroll dann, glaube ich, machen auf vor 5. Ja. Aber first die Träne nehme ich mit. Ja, spielen wir so, Leute. Wir believen in Ahri. Wenn ich ja so zweite, kann ich vielleicht sogar jetzt winstreaken. Ich glaube, so schlecht ist das Board nicht auf 4. Nö, ich glaube auch. Aber bei dem Thema E, wie findest du sowieso den Trend von so Co-Streams? I mean, wir haben das ja jetzt auch in der LEC mit Tolkien und so. Oh, ich finde schon sehr bad. So. Ja. Also ich glaube, es ist halt so kurzfristig, es ist mega nice, also sowohl für den E-Sport als auch für die Einzelpersonen, die es co-streamen dürfen. Ja. Aber ich glaube, du verlierst halt viel Substanz so um den E-Sport drumherum, weißt du? Ja, 100 Pro. Also du musst auch eine Art von Downgrade für eine Professionalität, ne, die man ja eigentlich im Ultra, E-Sport auch haben will. So einfach in Valorant war das halt insanely erfolgreich, aber du machst dich natürlich auch ein bisschen abhängig von einzelnen Creatoren, so. Ja. Was die jetzt alle noch nicht ausspielen. Also ich glaube, aktuell kriegt er basically... Ja, also ich weiß nicht, wie kommt Knowledge das ist, aber aktuell werden die Leute dann eher reich durch die Zuschauerzahlen als durch den Contract per se oder sowas. Aber ja. Ich glaube, irgendwann können die halt auch sagen, also was ist denn jetzt, wenn Caterill sagt, yo, ich co-stream nur, wenn Riot mir 10.000 Euro gibt. So. Dann musst du halt schon überlegen, ob du das machst, ne? Ja, that's right. Das ist dann schon nicht so. Und ich glaube auch einfach, also Caster, also ich glaube, Caster ist einfach kein Jobkonzept mehr dann. Was man jetzt so oder so sehen kann, ne? Also, aber. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir irgendwie in 10 Jahren da sitzen und sagen: Hey, warum haben wir denn eigentlich keine Caster mehr? Das wird durchaus oder kann durchaus so passieren, wenn sich da irgendwie der Trend weiterhin entwickelt. Also die Schwierigkeit ist die Balance. Ich finde halt den Pro-Faktor, dass man auch gerade einen Tolkien nochmal so ein bisschen diesen deutschen Szene-Push gibt und sagt, ey, hier, das ist cooler Content, den guckt man sich gerne an. Auf der anderen Seite, ja, wird es halt niemals so diesen Weg dann zu dem richtigen Broadcast finden, wo es dann irgendwo auch Sinn macht, um den E-Sport zu unterstützen. So, ich weiß nicht. Es ja. Er ist ein super, super, super schmaler Cast. Cast. Ja. Ich habe übrigens Kog'Maw 2 und 2 Cho'Gaths. Also. Und ich werde hier Fine Vintage spielen. Also. Das ist sehr nice. Wechsle ich jetzt weg von Fated. Und spiele Heavenly. Ah, ich habe getrollt, glaube ich. Ich glaube, ich hätte Dings gehen sollen, nicht Eternal Winter. Eternal Winter ist halt broken. Einfach. Zerots. Ja, aber also ist halt wirklich ein übel schmaler Grat. Aber ich glaube, der E-Sport ist halt generell einfach Turbofakt aktuell. Weil man halt dafür über Jahre als einzige Einnahmequelle die Sponsorenzahlen hat, ne? Und jetzt halt die Zahlen weg sind. Aber aktuell funktioniert es ja auch noch, dass die quasi einfach die Zahlen der Co-Streams reporten. Ich weiß auch nicht, ob Kunden das immer mitmachen werden. Dass sie halt sagen, ja okay, das lief jetzt bei der LEC oder das lief jetzt da und da, dass das dasselbe für die ist. Ich finde, das ist auch nicht so ganz... normal,
Also das könnten die auch kritisch sehen, weil das ja auch eine andere Einbindung ist so. Du weniger Sponsorensegment hast. Also wenn jetzt die Prime League irgendein Sponsorensegment in der Pause macht, dann ist halt nicht gegeben, dass ich das auch zeige auf meinem Co-Stream. Ja, deswegen. Also, du musst ja auch für Evi quasi die Sachen ich bin einfach losing. Ne? Reporten. Ja. Aber wie viel Mehrwert das dann auch am Ende für die Verhandlungen bei Sponsoren und so hat, dass überhaupt sich den Prime League hält, das ist dann auch wieder die andere Frage. Ja, genau. Ich habe übrigens verloren. Gegen die Golems. Das ist nicht so unglücklich. Gut. Ja, ich würde jetzt auch ein bisschen für meine Heavenly Units rollen und dann dir vielleicht noch einen Choker 2 bauen. Ja. Aber das wäre ganz gut. Ja, das hat jetzt aber auch nicht so geklappt, wie man sich das vorstellen würde. Ja, den großen Erfolg habe ich mit der Comp hier gerade auch nicht. Ja. Ich habe auch den Plan verworfen. Ich roll auf Level 5 tatsächlich, weil ich bin super arm und losing. Also ist es nicht die beste Kombi. Ja, so geht's mir auch. Aber ich meine, also... Ich reforge Eternal Winter für einen Dings of Cho. Tankiness. Oh mein Gott, ich habe aber den Cho vergessen zu kaufen, oder was? Das passiert. Ja, aber how? Also, ihr habt ja für Cho gerollt. Kostet die gleiche Werbung für die Domains mit festgelegten Blocks pro Stunde? Ja, aber stell dir vor, wir hätten ja zum Beispiel immer Segmente für die Sponsoren. Was weiß ich. Optiker Falk, Adleraugenplay. So. Und das wird dann nicht im. Und ich glaube, sowas bringt immer die meiste Integration. Ich glaube, sowas wie, keine Ahnung, Red Bull Powerplay oder so. Weiß ich nicht, ob das irgendwen tatsächlich dazu bringt, dass er sich deswegen Red Bull kauft. Das weiß ich nicht. Oder auch wenn du jetzt das Blablabla Analyse-Desk machst, aber das Analyse-Desk nie in den Co-Streams gezeigt wird. Weiß ich nicht. Weiß ich einfach nicht, Leute. Oh, ich habe gerade aus Versehen dir einen Malphite geschickt. Ja. Kein Problem. Nehmen wir so hin. Ich wollte Sephir drauf tun. Ja. Mhm. Ist ein Malphite 2? Sag ich jetzt gar nicht unbedingt nein zu. Ich denke auch, ist in Ordnung. Und hier fliegt ja einfach alles. Das ist ja so dumm. Ja. Also Heavenly in allen Ehren. Die Idee, Leute, ist möglichst viele Heavenly Units und dann über ZZ Rod mit Heavenly die Units buffen und dann gewinnen. Aber diese eine Runde, die wir einmal gewonnen haben zwischendurch, die war echt teuer. Die war super teuer, ja. Und dass ich gegen die Golems verloren habe, war jetzt auch nicht so super. Weil dadurch habe ich auch ein Item weniger. Ja, ist schon scheiße. Da müssen wir eigentlich gucken, ob wir verlieren, ne? Das wird eng. Ich spiele dann eine Heavenly Duelist. Component Anvil, 4 Coast und 4 Gold. Ja. Ein Trainingsdummy oder 2 3 Coast. Ach du Scheiße. Ja, ich muss wohl ein Component nehmen, ne, um Items zu kriegen.
Jo. Ja. Das geht nichts. Naja. Also ich weiß gar nicht, wann ich hier stark werde. Aber ich hoffe bald. Oh, I'm actually winning now. Warum auch immer. Ich glaube, weil er nicht ein gutes Board hatte. Ja. Aber ich glaube, er trollt halt auch. Aber hier kann ich dir dann auch wiederum nicht helfen. Das ist aber wahrscheinlich sogar gut, ne? Ja. So, ich bin mal gespannt, was ich dir schicken kann. Ein Training Dummies, Component Anvil oder Thieves Gloves? Oder zwei Three Cost Champion? Component? Anyway, zwei Three Cost, ich muss hitten, ich glaube, ich brauche Gold. Ja, ich räume mal Slow für Manuals und deinen Chogath 2. Chogath 3 habe ich jetzt. Tatsächlich. Chogath? Ah, okay. Jo. Dann rolle ich probably nicht. Nur noch einen Kog'Ma und dann gehe ich eh für Level. Boah. Ja, das ist schon absolut widerlich hier. Okay, ja, der ist einfach Toro weak, the fuck. Hab ich nicht mal meinen Loose-Trick durchgespielt. Ah. Ja, jetzt kommt der Comeback. Ja. Es muss auch. Es muss. Ja. Forger muss ich noch eine Runde halten. Ja, ja, ja. Boah, ich weiß gar nicht, wer denn hier so ein bisschen Carry-Verantwortung mal kurzfristig übernehmen könnte. Aber ich ahne einfach niemand. Ja, was geht jetzt ab? Not again. Also ich habe mittlerweile 3 ZZ Rods. Ja. Klingt ja eigentlich gar nicht so kacke. Jetzt wäre es halt schön, wenn es sich auch nicht so kacke anfühlen würde. Ich glaube, eine Carry-Unit brauchst du halt mit normalen Items, ne? I guess, ja. Aber ich glaube, es wird halt... Also in der Theorie ist es, glaube ich, irgendeine Legendary halt. Aber actually machen die ZZ Rods jetzt schon most damage bei mir. Oh, verliere ich gegen sowas komisches hier? Und warum dodgt ihr das? Taunten ZZ Rod Units? Nee. Ah. Okay. Ja, was kann ich dir schicken? Wenn du die freie Wahl hättest, die du natürlich nicht hast, aber... Wahrscheinlich Mythics. Irgendwelche Mythics. Ja, okay. Also Tama, I guess, ne? Yo. Okay. Tama, Lilia, Naut, Bart. Something like that. Ja.
Aha. Was ist er denn? Er ist einfach Kianas Restar oder was? Oh mein Gott, er kriegt keine Stacks währenddessen. Ja, Aha. Evolve, sagt er, Evolve. Hätte ich mal Gold gespart. Jetzt mein Gold gespart, anstatt dumm zu leveln, hätte ich mir jetzt einiges an Gold gespart. Ja. Naja. That sounds reasonable. Ja, ich habe keine Ahnung, wie man das hier fabriziert. Drei Runden lang geht der extra XP-Stuff, ne? Ja. Dann müssen das drei ganz tolle Runden werden jetzt, weil sonst wird es ja einfach nur widerlich. Okay, eine Lissandra wäre jetzt actually kinda huge. Aber der ist auch einfach schon draußen, ne? Ich kotze. Young, wild and free. Young, nee, wild and a fucking gewesen. Ass. Mm. Boah, wann pockt denn Udis Passive? Wenn er winning ist, oder? Nee, ich meine hier. Ah, nee, 50%. Ja, das ist doch scheiße. Das ist ja genau derselbe Wert. Die Diamond Hands. Yo, that's right. Das ist ja gar nicht so gut für mich. Ja, er ist wirklich golden, während er rackt. Das ist ja der größte Scheiß ever. Mann! Okay, also in irgendeiner Welt bin ich jetzt crazy strong. Nice. Leider ist es nicht die Welt, in der wir leben, befürchte ich. Also ich habe 3 Zizi Rods mit Heavenly 5. Warum habe ich eigentlich keine Soraka? Highbreak habe ich natürlich auch nicht genutzt, weil es so einfach wäre, Leute. Uiuiuiuiui, Tim.
Das wird sehr eng. Mein Gott. Da kommt er noch rüber und ich verliere. Ach Mann. Ich weiß es nicht. Ach Mann, es kommt aber halt auch die ganze Zeit wer rüber. Ich würde gewinnen. Ah, ich gewinne actually vielleicht sogar doch noch. Ja, ich gewinne gegen beide, okay. Ich bin Level 9. Welche Legendary wird dir helfen? Ich bin auch 9, tatsächlich. Okay. Ich kann dir eine 2 Coast, nee, 2 Components, 5 Coast und 7 Gold oder 2 4 Coast. Ja, gib mir 2 Components waren es, ne? Ja. Fehlt dir wirklich eine Soraka für 7 Heavenly? Ja. Aber ich glaube, das ist tatsächlich ein Skill-Issue. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die noch gar nicht getötet hätte. Ah, okay. Also möglich ist es. Ich gehe geistig, wenn ich hier sehe, dass er mit fast mit immer noch 84 Leben und einem Darius 2 ja darum hängt. Also aber ich glaube, ich habe meinen Durchbruch hier. Ja, ich glaube ich auch so langsam. Hast du noch Platz für die Soraka? Ja, falls ich sie hätte. Ich die ganze Zeit ein Darius 1 for whatever reason. Ich werde geben 2 Components, ein Completed Item Anvil, ein Artefakt Item Random oder 7 Gold. Completed, I guess. Puh. Weil ich habe noch keinen Anti-Heal, ne? Actually, not gar nicht so puh. I can't believe it, guys. Da ist die Soraka. Ah, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Würde ich auch denken. Ich meine, ich habe Heavenly 7 mit 3 Zzrod-Portalen. Das ist doch genau der Dream. Double Siegs. Das heißt, sie dürfen auch was machen. Udyr 2. Ja, so ein bisschen weirder Udyr, aber who cares, right? Udyr ist Udyr. Ja, also ein Zzrod macht genauso viel Damage wie meine Irelia. Das weiß ich nicht. Das ist crazy. Also, soll das so? Riot. Die hat fairerweise auch nur ein Item. Aber ich habe noch kein Item gesehen, wo ich nicht kotzen musste. I don't know. Das wird eh
Wenn ihn geben, wo kommen? Big F hier alles. Das ist der Cut für Wages. Ach du Scheiße. Da war ja was. Call to Chaos? Klingt absolut terrible, ne? Aber let's go, I guess. Jo, fuck my life. Eine Nauze, mein Roll. Also ich habe 4 Embleme bekommen, wovon ich kein einziges nutzen kann. Das ist ein Maybe Invoker. Da ist der Kiana in meine Backline leider reingekommen. Aber mein Cho'Gath hält aus. Hallo? Ah, klasse. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Was ist denn mit deiner Lilia eigentlich? Brandon West, ja, let's go. Wait, bisschen was Wildes bekommen. Da hat irgendwer gerade einen Golden Egg gehabt auf der Bank. Das macht mich ja gar nicht glücklich. Okay, das ist actually ganz gut geworden, ne? Umbrell. So crazy, wie tanky mein Cho'Gath ist. Holy fuck. Hallo. Da bin ich gut gespawnt. Mein Cho'Gath tankt 20.000 Damage. Ja, moin. What the fuck? Leute, was ist das hier? Hilft dir irgendwie Nasir 2 oder sowas? Nö. Tatsächlich nicht. Oh, hier. Ja. Okay. Ich glaube, ich habe in der ganzen Runde nicht einmal was geschickt. Aber wenn du einen Naut findest, I guess, den würde ich nehmen. Ja. Ja doch, du hast mir doch am Anfang Kog'Maw und Cho'Gath geschickt. Ah ja, stimmt. Ich war am Anfang useful. Da war was. Ja, am Anfang hast du mir geholfen. Ja. Oh mein Gott, warum kommt der denn mit allen Units, die er besitzt? Syndra 3. Ah, das erklärt, warum er mit einem Units kommt, die er besitzt. Wait. Jetzt wird's dann doch nochmal eng für Top 4. Oh mein Gott, no. Ich bin kidding me, man. No way. Ah, okay, den Dings habe ich. Ich hab einen Nautilus, wenn du willst. Hab ich. Okay.
glaube, viel gibt es hier nicht mehr bei mir zu verbessern. Ich kann jetzt auf Gold chillen und vielleicht noch Level 10 gehen für einen. Weiß ich nicht, für eine Lissandra. Keine Ahnung. Ja, ich. Ja, ich spiele jetzt gegen die Syndra, also. Da bin ich leider. Verloren! Ja. Aber du hast gegen den anderen gewonnen, was gut ist, weil dadurch verlieren die beide. Ja. Und auf 1 HP. Das hat uns gerade tatsächlich gerettet ein bisschen. Das ist sehr weird hier alles, aber... Ich glaube, Wukong 2 wäre huge. Ding ist, der andere hat halt auch diese Behemoth und Asie 2 und so. Der ist halt auch super langsam zu killen, wenn die Syndra da... Ja, ne. Ich glaube, für den First wird es nicht reichen. Der eine spielt halt immer noch seinen Darius 1, 2-Star. Ich sag's dir, also, ne? Gestern habe ich dir gesagt, so Darius ist crazy. Ja, aber also, 2-Star? Ja, ist wirklich einfach krankeste Unit, Mann. Keine Ahnung warum, aber. Okay, aber gegen Syndra 3, ich verliere actually gar nicht so hart, wie man denken würde, gegen eine 3-Star Forecast. Ja, wir sind auf jeden Fall Top 2. Let's go, Mann. Junge, was eine Runde. Ja, ehrlich. Also, ich weiß auch gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Ja, neue Idee, brauchst du was? Nö. Also, keine Ahnung. Ich habe hier 7 Heavenly, 3 Season Rods, aber diese... 4 Embleme, die ich bekommen habe, die haben ja echt alles gebrochen in mir. Oh, du könntest für eine Lilia rollen. Vielleicht kriegen wir Lilia 3. Mach ich. Ja, mir fehlen 2. Ich habe eine. Schade. It's not sollte sein. It not sollte sein. Ich bin jetzt hier. Ziemlich strong. Ich hab sogar sehr close gegen die Syndra 3 verloren nur. Junge, werde ich von so einer Isodroid in die Galaxie gedonnert. Ja, krass, aber ich habe die Kopf zum ersten Mal gespielt. Aber war schon ganz cool eigentlich. Schwierig, dass wir beide halt early irgendwie unser Gold verkackt haben. Das war ein bisschen unlucky. Das war sonst aber, vielleicht glaub, noch winnable. Ja, ich glaube, wenn ich ja nicht. Also, Fine Vintage ist ja halt geil, aber ich habe es natürlich sehr spät genommen. Und dann musste ich noch auf Heavenly wechseln. Und ich habe echt unterschätzt, wie viel Power die haben. Ich glaube, normalerweise nimmt man hier auch mindestens 2 Zephyr mit. Und dann habe ich, glaube ich, Counterplay. Vielleicht droppt man Lissandra, aber ich hatte auch Porzellan. Also, ach, keine Ahnung, das late war. Ich habe halt auch so einen scheiß Heilbreaker gehabt. Der hat einfach Turbo Shit ist, wenn du so 2 Millionen Units hast. Ja, safe. Ich würde ganz kurz auf Klo gehen. Bin gleich wieder da. Macht das. So, ja, das war eine weitere Folge Double Up mit dem einzig wahren Turbo-Tim. Die Kombi ist eigentlich ganz cool, checkt sie aus. Ja, aber war natürlich auf den alten Patch, 2.4. Also checkt vorher die Patch Notes. Peace.